Hallo, in diesem Tutorial geht es um den Verdrehen Deformer von Cinema 4D. Wir erstellen dazu mal ein Würfelobjekt, haben dieses Würfelobjekt selektiert und drücken unsere Umschalttaste und wählen uns in unserer Arbeitspalette den Verdrehen Deformer aus. Wir sehen nun, dass der Verdrehen Deformer in unserem Objektmanager, unserem Würfelobjekt untergeordnet wurde und auch der Verdrehen Deformer Käfig perfekt auf unser Würfelobjekt angepasst wurde. Schauen wir uns die Objektattribute an. Hier können wir einmal im Größenattribut unseren Deformer Käfig manuell anpassen. Wir haben hier einmal die X-Richtung, die Y-Richtung und die Z-Richtung, die wir eben für unseren Käfig einstellen können. Wir gehen mal wieder zurück und richten unser Deformer perfekt auf unseren Käfig aus. Dazu gibt es eben hier den Button an Überobjekt anpassen. Wenn wir hier klicken, sehen wir, unser Käfig ist nun wieder perfekt auf unser Würfelobjekt angepasst. Im Richtungsattribut können wir unseren Deformer eben einstellen, also auf unser Objekt wirken lassen. Wir sehen ja, dass hier im Moment noch nichts passiert. Das liegt eben daran, dass wir hier einen Winkel von 0 Grad eingestellt haben. Wenn wir jetzt hier den Winkel hochdrehen, sehen wir, wie sich unser Würfelobjekt verdreht. Wenn wir das Ganze hier auf 90 Grad eingestellt haben, sehen wir, dass sich die Polygone ineinander schneiden. Das liegt daran, dass wir eben im Würfelobjekt in der Größe Y nur eine Segmentunterteilung haben. Wenn wir hier das Ganze etwas hochstellen, sehen wir, dass wir hier eine saubere Geometrie bekommen. Schauen wir uns hier einmal die verschiedenen Modi an. Und zwar skalieren wir dazu unseren Würfel einmal in der Größe Y hoch. Und wir sehen auch schon, dass wir im Modus begrenzt eben unseren Deformer nur innerhalb des Käfigbereiches auf unser Objekt wirken lassen können. Schalten wir in den Modus innerhalb Box, sehen wir, dass unser Käfig auch nur innerhalb unserer Geometrie verformt, aber am oberen Punkt eben hart abgeschnitten wird und wir hier eine komische Geometrie bekommen, was nicht mehr schön sauber aussieht. Schauen wir uns hier einmal den Modus unbegrenzt an, dann ist es eben Cinema 4D relativ egal und beachtet eben den Käfigbereich unseres Deformers nicht mehr und interpoliert hier weiter unsere Geometrie, indem es sie hier weiter verdreht. Allerdings müssen wir hier beachten, wenn wir unseren Deformer hier herausziehen, wird eben die Geometrie in Richtung des Deformers mitgezogen. Also unser Deformer sollte hier im Mittelpunkt unseres zu deformierenden Objektes liegen. Wenn wir hier unseren Deformer einmal hochziehen in der Y-Richtung, sehen wir, dass wir hier eine Drehung in unsere Geometrie bekommen. Das würde sich zum Beispiel für einen Bohreinsatz gut eignen, wenn wir das hier animieren wollten. Ja, das war's soweit zum Verdrehen Deformer. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!